Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Hi. Hi, Marco. Daniel Budimann. Ich wollte es gerade sagen. Wir spielen, weil wir haben uns gerade in der Pause Gedanken gemacht. Ja. Trials war jetzt nicht so der Shit, ne? Trials macht, glaube ich, echt mehr Spaß, wenn man da selber irgendwie entsprechend weitergekommen ist und viele Strecken freigespielt. Deswegen spielen wir jetzt folgendes Spiel, wo wir jetzt schnell ins Intro schalten. Schnell, schnell, schnell! Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich noch die ganzen Figuren, das ist so geil. Aber das Spiel soll ja interessant sein. Bin gespannt. Bin gespannt. Geil. Tja, Leute, was sollen wir sagen? Herzlich willkommen zu Rocket Beans, wir zocken Godzilla. Für all die Leute, die neu dazugekommen sind, wie ihr seht, wir sitzen draußen und hier unten im Fenster seht ihr uns. Und wir spielen Godzilla. Ich lese vor, hinten, werde zum König der Monster. Action und Gameplay in Filmqualität, kämpfe gegen legendäre Monster. Und ich finde das jetzt schon, ich finde es cool, ganz ehrlich, auch wenn das Spiel schon vorher so ein bisschen zerrissen wurde. Nimm das schon mal. Ich nehme das einfach mal. Keine Ahnung, wir tasten uns durch, ne? Also, wir können das jetzt gegeneinander spielen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ja, ich glaube, du musst tatsächlich auch wählen. Soll ich Start drücken? Kannst du was machen? Ich kann gerade nichts machen. Gut, man kann nur Start drücken. Nice. Das ist in Ordnung. Ich habe geguckt, ob es einen Multiplayer-Modus jetzt gibt, aber vielleicht müssen wir das jetzt auch freistellen. Der Chat fordert Schröck, auch ich fordere Schröck. Ja. Kein Mensch weiß, wo er ist. Deswegen konzentrieren wir uns wieder jetzt aufs Spiel, schnell! Boah. Die Geräusche. Vor 60 Jahren, ey. Ja. Asynchrone Regie. Nur online gegeneinander kann man. Ja. Gut, dann müssen wir, wechseln wir uns ab, ne? Dann wechseln wir uns ab, ja. Okay, ich kann mich bewegen. Und Häuser kaputt machen. Guck mal, auch der Luftschild schwarz-weiß noch. Normaler Angriff, Kombo, alles klar, starker Angriff, alles klar. Okay, los geht's. Auf geht's. Ja? Alvin, komm her. Alvin, komm. Alvin, wenn du was sagen möchtest, hier rein. Da rein. Ich mach auch meine Funke weg. Ich kann auch ein bisschen weiter rüber. Nee, das ist eine Zweier. So, ich geh hier. Hallo. Zu dem Turm. Hallo Alvin, Hammer. Guten Tag. Du kannst dich auch hier auf den Sessel setzen. Ja, guck mal, warte. Du musst ja nur gucken, geht das Kabel lang. Über uns rüber? Ah, so hinten lang. So, ich will so ein Haus greifen. Hast du das schon gespielt, Alvin? Ja, warte, ich kann ja auch eine Funke nehmen, die liegt da. Ah, eine Funke. Na, guten Tag, Alvin. Du hast es schon ein bisschen gespielt? Guten Tag. Ja, vorhin halt. Ich bin schon mal so ein bisschen reingeschaut, die Stadt zu kommen. Ja. Das ist ja auch dran, dass ich eigentlich machen soll. Ja. Der Schröck kommt! Der Schröck! Der Schröck, Schröck-Hype! Sehr gut. Guck mal, klauen Sie uns hier einfach das Thema. Ja, wir haben auf dich gewartet, ihr wart einfach nicht hier, Leute. Und jetzt geht's hier los schon, guck mal. Wir waren einfach nicht hier. Ja! Guck mal, na, Schröck. Mach mal hier hinter. Warum sehen wir eigentlich da die ganze Zeit Eddie, als würde er pissen? Ach so, das ist wirklich Eddie. Das seht ihr nicht. Das seht ihr auch nicht. Aber es sieht gut aus. Ich glaube, du musst noch ein bisschen ins Bild reinkommen. Hey, Rudi, du sollst Pause machen. Ja, mache ich auch. Ich muss was drehen. Das weiß ich. Genau.
Ja. Und für Bonjour musst du fit sein. Und genau, du musst die ganze Zeit deinen Feuerstrahl einsetzen. Und ich glaube, du musst dich drehen in die andere Richtung. Ja, muss ich mich drehen oder was? Ui, geh heim. Ja, okay, dann gehe ich jetzt. Tschüss. Hier, Schreckert oder Marco oder wer auch immer. Tschüss, bis später. Tschüss, ihr Lieben. Okay. Tschüss, Budi. Weißt du, gnadenlos überziehen und dann sagen, wir haben schon mal angefangen. Ja, furchtbar. Eigentlich kannst du doch Budis Funke jetzt auch nehmen. Kann ich das? Ja, stimmt. Hier, Budis Funke. Oh, ich möchte aber eigentlich hier diese Keule behalten. Möchtest du die Keule behalten? Nein, ich ziehe die Funke. Sehr geil. Die versuchen jedem diese Keule anzudrehen. So, du musst dich einmal komplett drehen. Da unten in deinem Radar siehst du ja den kleinen Punkt. Das ist ein Fernsehturm, den musst du gleich zerstören. Okay. Nee, das Geile, genau. Das ist nämlich das Dumme. Drehen kannst du dich nur über die Schultertasten. Also Godzilla drehen tust du über die Schultertasten. Das ist ziemlich dumm. Das ist ja super cool. Kann ich auch schneller laufen? Nein. Okay, ich bin... Das ist deine Maximalgeschwindigkeit, außer wenn du X drückst, dann stürmst nach vorne leicht, um Sachen zu zerstören. Okay. Und wo sind wir denn jetzt gerade? Das Tutorial. Ach so. Hier wird gerade kurz die Steuerung erklärt. Ja, was die da labert, ist eigentlich wirklich... Oh. Das ist richtig grottig. So, okay, ich kann jetzt Häuser zerstören. Ja genau, jetzt musst du jetzt nur einfach zerstören und durch. Wow, okay. Okay, ich kann auch immer wieder meinen Atem einsetzen. Nee, erst wenn er aufgeladen ist. Ach, und das so eine Temperaturanzeige. Aha. Richtig cool an dem Spiel ist, oder entweder wir sind halt zu doof, um das zu sehen, oder es hat es wirklich nicht, dass du halt eine Energieleiste hast. Das hatten wir vorhin in unserem, als wir das Spiel halt also angetestet haben. Angetestet haben, gab es halt irgendwie einen Kampf gegen ein anderes Monster. Ja, und wo war da die Energieanzeige? Wir haben es nicht rausgefunden. Irgendwann war halt Godzilla einfach tot. Okay. Und das ist halt irgendwie echt nicht so cool. Aber wie viele Godzilla-Filme gibt es denn jetzt eigentlich? Ey, also ich habe vorhin 28? Ich habe vorhin echt überlegt und irgendwie war es mir auf einmal so, seitdem wir dieses Ding mit Hauge gemacht haben, ist irgendwie mein gesamtes Wissen einfach raus. Warte, gib mir mal, okay, vorne liegt mein kleiner Eimer. Ich glaube, es ist das bessere Spiel. Definitiv. Aber, nee, wie viel gibt's denn? Was war denn Final Wars? Das war doch... Ja, wenn du mir mein kleines Büchlein gibst, da sind zumindest die ganzen alten drin und von da aus können wir hochzählen. Also die ganzen neu, also 2000er Godzillas, die kriegen wir ja zusammen. Okay. Und dann kommt nächstes Jahr kommt ein neuer aus Japan und dann in 30? Drei Jahren müsste dann auch der Godzilla 2 aus Hollywood kommen. Okay. Mit King Ghidorah. Ghidorah, stimmt, Ghidorah war das. Und Rodan. Der dreiköpfige Drache war das doch, ne? Ja, golden. Gab es den nicht sogar als Mecha Ghidorah? Ja. Mit zwei Köpfen als Mecha? Das war so, was kann ich jetzt machen? Dateneinträge. Wohin? Ich bestätige. Rangliste ansehen. Netzwerkrankenliste. Warum? Nein. Zurück. Ja. Was machst du da? Ich wollte weg. Ja, zurück. Ja, mach das schon. Ah, jetzt kann ich. Zurück? Nochmal? Ja, nochmal zurück. So, jetzt kommst du nämlich ins Hauptmenü. Jetzt kannst du nämlich dir den Modus auswählen. Aber wir haben noch einen Versus-Modus. Ja, aber nur im Netzwerk. Ja, nur im Netzwerk. Das geht nicht. Zwei Spieler gegeneinander. Das ist echt schade. Ja, bei dem Spieler. Mal kurz übernehmen. Du hast ja der. Und was haben wir vorhin gespielt? Wir haben Meister der Zerstörung und König der Kaiju gespielt, Meister oder? Meister der Zerstörung kurz angespielt, dann habe ich noch König der Kaijus angespielt, wo du halt quasi so ein Ranglistending gegen Monster kämpfst. Ja, hier schreibt gerade einer, Alter, dass die so eine Grütze für Vollpreis verkaufen, ist echt eine Frechheit. Das ist wirklich frech. Da hast du auch wirklich recht. Ja. Funke freilegen. Funke ist frei. Das kleine gelbe Ding sagt, du sollst deine Funke freilegen. Ja. Die Funke ist frei. Und noch freier kann ich die nicht legen. Ja genau, also der Preis ist wirklich frech, ey. 40, 60 Euro dafür als Boxtitel. Also 10 Euro Download-Titel im PSN hätte ich gesagt, okay, absolut. Cool. Ja, ja vor allem, wenn du dir halt auch dann mal, ich weiß nicht, auf der Couch beziehungsweise abgekoppelt vom Netzwerk ein auf die Mütze geben kannst, so auf die Monstermütze. Ja, das wäre geil, aber... So typisches Beat'em-up-mäßig. So das ist alles so, das hätte so schön sein können. Ich habe den Trailer gesehen, ich war echt... Die, alten Godzilla-Spiele für PS2 und Gamecube, die ich auch beide zu Hause sogar liegen habe, die waren halt mehr Beat'em-up als das hier, weil da konntest du wirklich blocken, verteidigen, du konntest Monster hochheben, gegen andere werfen, so ein ganzer Kram, also so typische Beat'em-up-Kram halt eben. Kannst du hier halt nicht, also hier ist ein Monsterkampf einfach, du mashst auf
auf alle Buttons, die zur Verfügung stehen, hoffst ihn halt dabei zu treffen. Groß ausweichen kannst du halt nicht, weil du langsam bist wie ein... Ja. Also grafisch sieht es auch aus wie PS3 Anfang PS3. Ja, also. ist ja auch für PS3 auch erschienen. Ach, okay, aber... Es war halt auch ein PS3-Titel, der schon, ich glaube, letztes Jahr in Japan erschienen ist. Hey, du sollst Daten sammeln. Und... Als Godzilla Daten sammeln. Ja, genau. Nice. Mach das Schiff platt. Okay. Okay. Ist das Daten sammeln? Ja, ey, stören euch nicht diese... Guck mal hier, unbesiegbarer Energiestoß. Das war das, was ich vorhin gemacht habe. Okay, was macht das? Das ist so ein Rundumblitz. Ah! Was? Okay. Boing. Gar nicht. Ein so ein Ding, was mich halt auch... Ach, guck mal hier. Brüllmer. Stärke dich durch Brüllen. Das stand da vorhin aber alles nicht. Ja, weil ich das auch schon irgendwie im Tutorial hatte. Beziehungsweise... Leben. Ja. Mir fehlt, sind diese zwei kleinen Mädchen, die immer irgendwie unten irgendwo anfangen zu singen. Ja, aber die haben ja auch nur Mothra gerufen. Du bist ja gerade beim falschen Monster. Und ich hoffe, das Vieh ist hier nicht im Spiel, doch ist enthalten, ne? Das wurde auch schon angezeigt. Ja, fuck, ey. Was, Scheiße. Was machst du gegen Mothra? Mothra ist nicht gerade cool. Hat die sich nicht sogar, war die erst eine Raupe sogar und wurde die erste Mothra? Geh weg da! Irre. Ja. Raupi. Raupi in groß. So, und jetzt greif's an. Genau, wir müssen nämlich diesen Generator zerstören. Geh zurück, geh zurück, geh zurück, geh zurück! Ja. Boing. Oh nein! Wow. Sag mal. Weil wir müssen halt wachsen als Godzilla. Godzilla ist hier noch ganz klein. Wir müssen wachsen. Ja, genau. Und wir müssen halt Sachen zerstören. Und je mehr Sachen wir zerstören, desto größer werden wir. Weil wir müssen halt ein ganzer großer Godzilla werden. Das Spiel schafft's ja nicht. Ich meine, der kann ja langsam sein. Oh, ey. Alter, bist du jetzt umgeflogen, weil der Panzer dich abgeschossen hat, oder? Nein. Ich war noch irgendwie mit dem C in diesem Energieding drin. Ich meine, du kannst ja langsam sein. Das finde ich, ist ja okay. Aber wenn das Spiel dann trotzdem es schafft... Ich meine, du bist halt auch riesengroß, ne? Das heißt, wenn du einen Schritt machst, hast du halt, keine Ahnung, eine Distanz hinter dich gebracht, für die andere Leute vielleicht eine Minute brauchen. So, ja? Aber er ist ja gerade, jetzt ist er ja nicht riesengroß, warum ist er trotzdem so langsam? Alter, guck dir doch mal an, wie klein die Panzer da sind. Wer kämpft da gegen dich? Lilliput oder was? Hä? Sind wir hier bei Gullivers Reisen? Also, dann verstehe ich es nicht. Aber ganz ehrlich, guck mal, da stehen jetzt zwei Panzer rum. Und das ist das Aufgebot, das ist die Verteidigung. Und früher, ja, in den Filmen waren ja, boah, Straßen voll. Ich glaube, die machen ja noch nicht mal Schaden, diese Panzer. Hm. Aber können wir ja nicht wissen, wir haben keinen Dimster. Ja, genau, die Story. Ey, pinkelt Eddie da in den Grill? Das sehen die ja leider nicht. Also, ich könnte ja nachher abfotografieren und dann. Ja, genau, hast du? Ich habe leider kein Handy jetzt dabei. Aber das ist ja eh noch dabei. Ja, wir müssen das mal ganz kurz dann abfotografieren. Weil das sieht echt gut aus. Das ist halt spannend. Genau, Schröck, spiel mal weiter, ich fotografiere es mal ab. Ja, mach mal. Ich jetzt? Du kennst die Steuerung ja auch. Ich kann brüllen, ne? Du kennst das Spiel ja in- und auswendig. Ja, klar. Ich habe bis jetzt noch keinen Film erkannt, den sie mir hier präsentieren wollen. Ich glaube, du spielst ja auch die Filme gar nicht nach. Genau, wäre jetzt meine nächste Frage. Spielt man jetzt Filme nach? Nee, ey, die Story ist absoluter... Ja, fotografier's mal ab, näher ran. Halt mal kurz die Tasse. Ja. Das ist absoluter... Also, ey, die Story, die kannst du ja halt nicht durchlesen, was da für ein Quatsch aufgeboten wird. Okay, Godzilla. Die Filme sind ja schon sehr quatschig. Ups. Kommst du hier hoch? Nee, kommst du nicht. Nee, du musst so ein... Geil. Okay. Ist auch geil, weißt du, du bist ein 20 Meter Vieh, aber kommst die Hafenmauer nicht hoch. Ja, weil er halt die Knie nicht hochkriegt. Wer schießt denn jetzt hier? Weil der Knie... Guck mal hier, da bin ich doch da oben. Zack. Aber wie das aussieht, ich meine... Ah, ich muss hier die Richtung wechseln, okay. Oh, ist das so behindert mit der Schultertaste. Godzilla sieht ja gar nicht mal so dermaßen beschissen. Nee, die Monster sehen eigentlich ganz cool aus. Auch die Animation der Monster, also dass er halt die ganze Zeit so seine Fingerchen bewegt. Das ist halt ganz cool. Auch, dass er, und sehr viel Bewegung im Gesicht halt auch hat. Mhm. Auch, dass es halt verschiedene Modelle gibt. Weil das ist jetzt zum Beispiel der 80er Jahre, beziehungsweise 90er Jahre Godzilla. Der ganz alte, oder? Ist das ja? Nee, den ganz alten, den hast du halt auch aus den ersten Filmen. Noch einen älteren als den. Ja. Und der sieht halt aus den... Stimmt, am 50ern. Am Anfang hatte er ja noch nicht mal hinten diese... Ach du dummes Dreckding. Das hat er schon alles gehabt. Echt? Godzilla, ja. Bist du dir sicher? Ich kenne den nämlich gar nicht auch ohne. Ja, hat er ohne diese Korallen oder was das ist. Dann ist es ich mache jetzt erst das Schiff platt, das geht mir auf den Sack. Boah, du meinst den Film, wo Godzilla gegen King Kong, da hat er doch die Dinger nicht. Doch, klar. Sicher? Ja. Okay. Bam, so. Vielleicht habe ich sogar ein Bild davon. Nee, und das ist halt wirklich ganz liebevoll gemacht, aber halt der Rest des Spiels ist halt Grütze. Also da ich hätte es echt cooler gefunden, wenn ich hier so eine Art japanisches Rampage bekommen hätte. Mhm. Da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Das wäre super gewesen.
Ja, so einfach, mach so viel kaputt, wie es geht in einer bestimmten Zeit oder versuch irgendwie noch ein paar andere Aufgaben dabei zu erfüllen. Das wäre mein Spiel gewesen. Ja, ruhig auch in 2D, wie halt das alte Rampage eben. Ja. Das hat auch prima funktioniert. Irgendwann kommt halt noch ein anderes Vieh dazu und will mir halt ans Leder. Das ist auch okay. Aber dann muss man halt irgendwie ein bisschen... Ich denke mal, das wird noch kommen, oder? Dass man gegen andere Viecher dann kämpft. Ne, gegen andere Viecher kannst du ja kämpfen. Wir hatten vorhin dieses komische Smogmonster. Mhm. Aber da war es nur 52 Meter groß, das Smogmonster war 55 Meter groß. Oh. Okay. Ja, und vor allem das Smogmonster hat irgendwie so eine Scheiße nach mir gespuckt. Wie, ich kann jetzt hier nicht mehr raus? Oh, nee, Gott. Das ist die Levelbegrenzung. Das ist also ein Witz! Ich bin das King of the Monsters. Ich komme hier nicht an so einer komischen Linie vorbei, ey. Mann, oh Mann. Ich hält sich an die Straßenverkehrsordnung. Ja. Tut mir leid, für Monster-Echsen hier kein Zugang. Vor allem so schön leuchtend so, ja, hier musst du jetzt lang. So, dafür mache ich jetzt das Riesenrad kaputt. Ja, oh Gott, das ist... Und er watschelt und er watschelt. Das ist wirklich richtig spannend. Ich glaube, bis du beide Reaktoren zerstört hast, ist Pacific Rim 2 raus. Oh, ich muss mal ganz kurz weg, der Tim möchte was von mir. Ich komm klar. Ja, sicher. Wir kommen klar. Kommst du klar? Du brauchst die Funke. Ah. Warte. So. Ja, Marco wird gar nicht benötigt. Tim braucht nur seine Funke. Nimm das, du blödes Riesenrad! Schon kaputt? Na toll. Wie, das war's jetzt? Oh, ne. Ne, da kommt noch ein Monster. Ach, hier, Batra. Batras Raupe. Oh, der spuckt ja auch so eine komische Spinnennetz-Scheiße, ne? Ja, daran sieht man mal, dass Batra viel später als Mothra kam. Wie sieht Mothras Raupe aus? Die sieht aus wie eine Wurst. Ja, wie ein Kothaufen von Michelin-Männchen. Ja. Guck dir mal Batra an, das ist doch mal irgendwie ein Monster. Naja, ich habe generell irgendwie so ein Problem mit Würmern. Also, mit Monster. Ah, guck mal hier, das ist... Die Motten auch nicht gerade cool. Das muss ich kaputt machen, ne? Ich mache jetzt erst das Teil kaputt. Bis dieses andere Vieh bei mir ist, scheiß drauf. Ja, setz deinen Feueratem ein. Ich prüfe jetzt erstmal an. Ey! Oh, das ist ja sogar richtig. Ja, cool. Der ist ja voll aggro. Ja, vor allem ist er voll groß. Ah! Muss ich mich erstmal wieder drehen. Dafür kriegst du jetzt meinen Schwanz, Alter, ins Gesicht. Boom! Und den nochmal. Zack! Das ist so dumm! Was hat denn der hier noch für Attacken? Da kannst du doch nichts machen! Stirb! Stirb! Guck mal, der blockt mich sogar ab! Der kontert mich! Der kann kontern? Wie kannst du denn bitte kontern? Keine Ahnung, aber er hat eben meine Attacke. Ja, jetzt komm, spiel! Oh Mann, oh Mann. Patz! Und dem Transformatoren auch noch direkt einen mitgegeben. Patz! Vielleicht sollte ich das Ding zuerst kaputt machen. Ich muss beides kaputt machen. Aber guck mal, hier, da sieht man mal so ein bisschen, wie man dran erkennt, dass die Energie langsam zur Neige geht. Und so, dass der Rand des Bildschirms ein bisschen rot wird. Ist hier an? Da wird sich wieder jemand Fame abholen. Nein, du hast keine Funke, die funktioniert nämlich nicht. Du dummes Drecksding! Stirb doch jetzt endlich! Bats, 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 Kopfnuss! Und jetzt kriegst du noch meinen Schwanz ins Gesicht! Mann! Stirb, 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 stirb! Patz! Mach dein Feueratem! Oh. Ich kann nicht, oh, was? Doch, du hast gekonnt. Oh. Cool. Wirklich cool, oder? Du bist heiß drauf, ne? Bisschen. Ja, komm, warte, ey, dann setz ich doch dazu. Ja, komm. Dazu will ich auch rein. Mann, ey. Ja, Yannick. Funktioniert das denn da alles hier? Wir haben hier gar keinen Talkie, oder? Nein. Ey, wer... Toll. Welche Route haben wir genommen? Die obere? Die obere, ja. Mit dem Kackriesenrad, ne? Ja. Okay, so. Wer ist das? Wer ist das? Noch ein Japaner. Das sieht aus wie... Ich wette, das funktioniert gar nicht. Ich glaube, hätte ich den Generator zuerst geschrottet, dann hätte ich nochmal richtig Power gekriegt. Und dann hätte ich nochmal richtig dem Typ einen auf den Latz geben können. Aber was ist denn das Ziel in dem Spiel? Es gibt verschiedene Ziele.
Toll, nimm mir eins. Gerade ist es Spaß zu haben, nein. Ja, Gott sei Dank, hat Spaß. Jetzt gerade in dem Modus musst du halt einfach alles platt machen, dadurch Energie sammeln, größer werden, Godzilla werden, was auch immer. Und nebenbei ein paar kleine Monster platt machen. Okay, aber man ist schon der gute Godzilla, der die Monster platt macht. Oder macht die gerade die Stadt kaputt? Der Godzilla, der die Stadt platt macht und dazu kommen Monster, die aber auch böse sind, die machst du halt auch platt. Okay. Kann mir jemand sagen, wo das steht, wie viel Panzer ich schon kaputt gemacht habe? Wenn ich jetzt überhaupt schon Panzer kaputt machen soll als Nebenmission? Ich weiß nicht, unten steht Zerstörungsrate, aber ich glaube, das ist für alles, oder? Ja. Pam, 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 pam. Vor allem. So, und das ist jetzt aber schon ein Xbox 1-Spiel, ne? Das hätte man den Entwicklern auch sagen sollen. Das Lustige ist, es kam zu dem Godzilla-Hollywood-Film. Von vor zwei, nee, letztes Jahr kam der. Letztes Jahr kam Handy Game raus, das hatte eine bessere Grafik und das hat auch um einiges mehr Spaß gemacht. Toll. Das war so ein Viel-Gewinn-Spiel. Wie viel gewinnt? Ja, du musst es halt immer. So Blöcke kombinieren und halt in einem Ding kaputt machen, um Attacken auszulösen. Okay. Und das hat halt eigentlich ganz gut funktioniert und sogar. Ein Viel-Gewinn-Spiel. Das kann ich mir auch geil vorstellen. Oder wie man das auch mal nennt, keine Ahnung. Ah. Godzilla musste so Diamanten schieben oder was? Was hast denn du da? Sehe ich das richtig? Apfelschorle aus Mexiko. Apfelschorle aus Mexiko? Geil. Für wen? Ach so. Ach cool. So. Jetzt kauft jeder für sich selber ein, oder was? Ja. Was ist hier mit dem Kommunalgedanken? Was? Was? Ich kann dich nicht hören. Ich dachte, heute Abend gibt's. Ja, heute Abend wird ja noch nicht gespoilert. Aber heute Abend gibt's. Heute Abend gibt's. Ja. Also wenn ihr richtig heute Abend, ja. Bock kleine habt, Spoiler. Gibt's heute Abend. So, ach ja, Riesenrad. Ihr blöden Düsenjäger. Ich lass gleich einen neuen und leuchte Luftballon. Sieht echt so super gut aus. Vor allem, er wackelt auch so. Guck, der ist doch im Film, hat der doch nicht so gewackelt mit dem Arsch, oder? Ach ja, der Film ist aber auch, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, aus den Comics auch gemacht, ne? Gibt's ich rede jetzt aber auch von den alten Filmen. Okay. Du bist so ein Hosennatz. Hier, noch ein Fan. Der einer, der richtig gespannt war. Jam, komm rein hier. Komm Godzilla gucken. Ja, yeah, platt ist das Riesenrad, das Böse. Godzilla will keinen Spaß in dieser Welt. Bist du auch Godzilla-Fan? Ja, früher. Die ganzen alten Sachen. So oft geguckt. Ja, geil, das ist auch eine alte Sache. Also, ich kann's auch noch. Ja. Okay, wie viele Alt-Gags kriegen wir heute noch hin? Also wenn du länger vor der Kamera bleibst, so viele. Was? Oh! Was hat er eben gerade gemacht, dieser Turm? Was war das? Das ist ein Schutzschild, das Godzilla-Schutzschild. Das Spiel war in der Entwicklung, da war ich noch in der Grundschule. Dann ist das jetzt schon gut 60 Jahre. In den 30ern, ne? Komm jetzt! Werbung höre ich. Okay, aber dann da gehen kommt gerade noch eine Cutscene. Egal, dann gehen wir jetzt in die Werbung. Wir gehen in die Werbung. Wieso kennt ihr die schon? Sieht das so geil aus. Aber warum werden wir denn nicht groß, wenn in die Werbung gegangen wird? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil sie die coole Cutscene zeigen wollen. Was? Da klopft einer. Könnte mal einer was zu trinken runterbringen? Da steht ein bisschen Spiritus. Derweil? Ja, das ist